Vor einigen Wochen haben wir von der Wiedereröffnung des Umsonstladens in Selbke berichtet. Da traf uns eine Wortmeldung der Betreiber vor einigen Tagen über Facebook, dass der Laden kurz vor dem Aus stünde, doch fast wie ein Hammerschlag. Wir wollten natürlich wissen, wieso, und befragten Petra Rauchfuß nach den Gründen. So, du lässt dich mal von mir überhaupt nicht irritieren. Petra, was war der Hintergrund für deinen Hilferuf? Ja, uns fehlt praktisch die Nebenkosten, die Miete, Strom, Gas. Also es ist ja weitaus mehr, was wir in dem alten Laden bezahlen mussten. Und das können wir alles nicht mehr schaffen, das geht nicht mehr. Es fehlt immer irgendwo am Ende des Monats irgendwas, was dann der Verein dazulegen muss. Bedeutet das, dass du den Laden wieder schließen musst oder gibt es noch einen Ausweg? Also uns würde jetzt vielleicht retten, wenn sich jemand findet, Sponsoren, die vielleicht sagen, für ein halbes Jahr, für ein Jahr die Miete oder vielleicht Miete und Nebenkosten, das würde uns natürlich helfen. Weil auf lange Sicht, nicht jetzt bloß für einen Monat oder zwei Monate, sondern einfach mal sagen, für ein Jahr oder sechs Monate, das wäre jetzt nochmal die einzigste Möglichkeit, was den Laden retten könnte. Ansonsten sehe ich kein Weiterkommen mehr. Gibt es noch andere Einnahmequellen? Unsere Besucher bezahlen pro Person 10 Euro. Die kommen ja jetzt noch dazu, was ein bisschen hilft. Aber es fehlt am Ende immer wieder was. Es wären insgesamt 400 Euro. Also sagen wir mal, was wir bezahlen müssen. Wenn 200 Euro wären, würde uns das schon helfen. Mehr nach oben wäre natürlich schöner. Und wie sieht es mit Sponsoren aus? Die Leute haben alle zu kämpfen. Wir hatten Firmen, die wollten uns gern helfen. Die haben gesagt, mein Gott, macht Verein, wir helfen, wir unterstützen euch. Aber durch diese Corona-Zeit haben die selber mit sich zu kämpfen. Ich glaube, ich habe da kein gutes Gefühl mehr. Aber es gibt jetzt eine neue Homepage des Umsonstladens, unter anderem auch mit Hinweisen, wie man den Verein und damit den Erhalt des Ladens finanziell unterstützen kann.